Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongoz Jakob von den Frakta und ich bin in Blinks Bulb. Bulb? Ich weiß erst halt gar nicht, wie man das ausspricht. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Man braucht das Wort ja dann doch eher selten. Ja. Wobei, ist eigentlich seltsam, aber stimmt schon. Also ich musste im Laufe der letzten Jahre mich unheimlich oft über Tanks, Machine Guns, Counter-IED unterhalten haben, aber über... ist das eine Glühbirne? Ich würde sagen, es ist eine Glühbirne. Ach so, stimmt, das in der Mitte sieht auch aus wie eine Glühbirne. Bulb ist, glaube ich, eine Birne. Ich habe das im Zusammenhang mal mit Blumenzwiebeln gehört. Kann das sein, dass das auch Knolle oder sowas bedeutet? Ist ja wurscht. Aber ich nehme an, hier geht es tatsächlich um eine Glühbirne. Plink, super. Naja, egal. Press Start. Enter, okay, gut. Der sieht aus wie das Helferlein vom Daniel Düsentrieb. Ach so, das habe ich auf Steam auf jeden Fall entdeckt, das Spiel. Und es kostet nichts. Ein kostenloses Spiel. Okay, springen kann er nicht, das Helferlein. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Helferlein. Ja, Kraft eigener Arroganz. Okay, er kann laufen. Schon mal weit. Oh, guck mal an. Der driftet. Bevor er in die andere Richtung der weiterläuft. Okay. Ja, aber er muss springen können. Es spielt sich wie ein Jump'n'Run. Ach man, auf W. Das ist ja ulkig. A, D und S reagiert er nicht. Da bediene ich wirklich rechts und die Pfeiltaste und mit Pfeilen da unten geht er in die Knie. Aber hüpfen tut er mit W. Ah, er hat einen Double Jump. Ich nehme an, dass ich die Dinge einsammeln soll. Das ist bei den Jump'n'Runs ja so üblich, gell? Ah, okay, das ist. Jetzt gucken wir mal, ob man drauf hüpfen kann. Nee, kann man nicht. Also Kontakt mit den schwarzen, mit den rot leuchtenden Augen ist ungesund. Man kann nicht drauf hüpfen, okay. Okay, da kann man nicht drauf. Aber man muss drauf, oder wohl? Warte mal. Aua. Ja, oder man riskiert einfach ein bisschen Prügel und... Und jetzt? Ich habe aber kein 25, okay. Plöng. Das ist echt nicht leicht, die Steuerung, weil der so wegdriftet, wenn der mal in Bewegung kommt. Ich habe doch jetzt 25. Drück mal verschiedene Tasten. Oh cool, ich kann mal schießen mit X. Verbraucht sich das?
Nee. Okay, cool, dann kriegen wir vielleicht diese Typ mit den roten Augen platt. Ach, interessant, mit Z hüpft er auch. Mit Y auch, okay. Vielleicht hast du Belegung, finde ich Y aber eigentlich besser als, weil X neben dran ist, als jetzt W. Weil da ist nichts neben dran, was ich gebrauchen kann. Seltsame Tastaturbelegung. Tja. Hier ist guter Rat teuer. Nein, wir ignorieren es mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Alter Schlappe, geht das. Toll. Ich bin so stolz auf die Helferlein. Boah, geht mir das schon jetzt auf die Senkel. Okay, dagegen hüpfen ist eine doofe Idee. Gut. Ja, das war's mit dem Helferlein. Ja, ja, ich bin ready. Oh, ich habe aber meinen Krempel. Nein, ich habe 10 Münzen verloren. Ich habe den Schlüssel noch. Wir gehen mal einen von diesen Heinis suchen. Dann testen wir die neu entdeckte Schussfähigkeit aus. Aber der sieht doch echt aus wie der etwas. Missgeratene Cousin vom Daniel Düsentriebs Helferlein. So, vom Level-Design, ja. Ach, guck mal, da ist er. Er wackelt, aber geht jetzt. Ach, doch, guck mal an, wir kriegen kaputt. Muhaha. Ja, hier sind wir hier mal links. Letztes Mal sind wir nicht rechts rumgegangen, oder? Genau. 30. Ja, aber wir haben ja auch 30. Was das hier bedeutet? Ja, aber es reagiert auch wirklich auf keine Taste. Naja, egal. Ach cool, man kann oben drüber so 25, was ist das hier? Ach nee, diesmal ist auch ein Item drin. Ja, aber das bringt mir ja alles nichts, solange ich es nicht aufkrieg. Nein, Herrn. Krieg ich Zustand? Wer hat denn diese Steuerung konzipiert? Ist ja grausam. Das ist jetzt die Frage, kriegen wir es kaputt oder nicht? Ich denke, wir müssen es kaputt kriegen, sonst kommen wir da ja nicht weiter. Aha! Jetzt müssen wir aber auch da hochkommen. Ha! Okay, den haben wir. Wir haben obsiegt!
sehr doll. Wie kommen wir denn jetzt hoch? Weiter oben abspringen oder was? Ah ja. Sau dir. Kaputt mache ich dich. Okay, das können wir gerade kaputt. Wäre ja schön gewesen, wenn es mal geöffnet hätte. Haha, so nett, Freund. Ah, schön. So eine Art Leuchtsignal. Autosave Point? Wäre geil. Glaube ich aber irgendwie nicht. Da kommen wir gar nicht hoch. Okay, dann abwärts. Also das Gedudel ist aber echt grässlich. Es mag genre-typisch sein, aber es ist trotzdem grässlich. Es ist eine Abscheulichkeit. Es ist wieder die Natur. So. Oh, 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 der schießt auch. Kleiner Scheiße. Ach, das rechts, wo die 6 scheinbar meine Lebenspunkte irgendwie. Das ist ja noch so eine. Uah, der schießt ja auch schon wieder. Du bist auch eine Abscheulichkeit. Du bist auch wieder in der Natur. So, weg habe ich dich mal. Sieht jetzt aus wie Lebkuchenmensch. Nein, 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 was ist das für ein Level? Fällt schon fast unter seelisch-moralische Grausamkeit, was hier läuft. Nein, 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 die Steuerung. Na. Es gibt für Spielentwickler, die so eine Steuerung machen, gibt es einen ganz besonderen Platz in der Hölle. Dank doch mal, das gibt mir doch nicht. Gut, mit dem Controller ging es vielleicht besser. So ist es halt echt ein Pain in the ass. Ach jo, es war ja klar, dass ich mir wieder den Kopf anschlag. Ey, ich krieg Black. Doch, ich hab keine Lust mehr. Zustand krieg ich hier, Zustand! Bin schon mal kurz davor, in die Tischplatte zu beißen. Also, das ist auf jeden Fall Blink the Bulb. Hm. Ich nenne ihn jetzt einfach das Helferlein. Sieht halt aus wie der vom Dyrantane Düsetrieb. Ist ein Kost. Also, ich habe jetzt keinen Free-to-Play-Shop-Gedöns, irgendwas gesehen. Es scheint einfach ein kostenloses Jump'n'Run. Ganz klassisches Jump'n'Run zu sein. Die Story ist wie immer wir bei so Spielen, aber ist ja völlig irrelevant. Wir spielen hier auch einen kleinen Glühmenschen-Mann, der rumhüpft, à la fort. Das eine oder andere habt ihr mitgekriegt von Spielmechanismen, wie das mit den Kisten ist mir schleierhaft geblieben. Das überlasse ich euch, ja, dieses Mysterium zu ergründen. Großartig, ja. Ich kann mich so gut mit Worten und so schlecht mit der Steuerung. So, ja, also die Steuerung ist echt grausam. Also der glitscht halt so in eine Richtung weiter und dann ist es extrem schwierig, den sauber irgendwo hinspringen zu lassen.
Das mag für den einen oder anderen Spieler eine zusätzliche Herausforderung und anspruchsvolle sein. Für mich ist es einfach bloß ganz grausam und nervtötend. Schmackssache, gell? Spricht der Igel und steigt auf die Kleiderbürste. So ist es halt. Ich würde sagen, ich habe aber meine Pflicht und Schuldigkeit im Rahmen der Heiligen Missions- und Fracta Games Archivs hier schon längst getan. Ihr wisst jetzt, dass es das Spiel gibt. Ihr wisst jetzt, wie es aussieht. Ja, es ist eine, wir nennen es höflich Retro-Scham. Ich würde sagen, schäm dich aber allerfort. Ihr wisst jetzt, was für eine Art von Spiel das ist. Ich würde sagen, ganz klassisches Jump'n'Run. Sei denn, da entwickelt sich jetzt in Level 35b völlig komplett neuer Ansatz im Spiel. Es wird plötzlich eine Wirtschaftssimulation. Wäre lustig, glaube ich aber irgendwie nicht. Was gibt noch zu sagen? Nix. Ich gehe jetzt weiter ins nächste Spiel. Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Vielleicht. Also, nachdem ich heute schon was alles gesehen habe, heute Abend. Ein Mädel mit einer sozialen Störung, das es nicht auf die Reihe kriegt, sich Haferbrei zu kochen in der Tasse. Ein 3-Gewinn-Spiel mit Clicker-Elementen. Und jetzt habe ich einen Jump'n'Run mit einer Glühbirnen-Menschen gehabt. Ein Spiel mache ich heute noch, dann gehe ich pennen. Das ist mir alles schon wieder viel zu hart. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.